So, hallo, wir machen weiter mit einer neuen Folge Isaac Repentance, hoffentlich etwas kürzer. Heute kam die Folge raus, indem ich in diesem riesigen Raum einfach komplett versagt habe. Wir müssen... Mit wem haben wir noch keine Dings-Charaktere? Ja, mit Lost, wahrscheinlich. Keeper will ich eigentlich auch noch nicht. Wir könnten Bethany nehmen. Blue Baby, Samson. Ich glaube, okay, Samson oder Lazarus sind noch normale Charaktere. Dann nehmen wir Lazarus. Mit dem habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Weiß gar nicht, was dieses Anemic-Ding macht. Hat eine Pille, okay. Cool. Hat wieder eine Pille. Kriegen wir auch mal eine gute Pille am Anfang? Ich meine, wenn ich eh eine Pille habe, dann reroll ich, bis ich eine gute Pille habe. Ja, beste Pille. Ja, das ist doch in Ordnung. Das ist doch sehr schön. So, ja, wie gesagt, Itemraum auslassen, ganz wichtig. Und ansonsten, was war jetzt bei ihm? Ich habe keine Ahnung, was bei ihm speziell war. Er hat gar keine Ahnung. Ach, er hat ein Item dabei. Ah, weil hat er dieses Rage-Item? Kann gut sein. Oh, das ist sehr nice, dass es für 3 Münzen den Sack gibt. Da gönne ich mir doch direkt schon mal eine Portion Schlüssel und Bomben. So. Schnell weiter. Aha. Das blaue Herz möchte ich nicht verlieren. Ich weiß, da ist der Stachelraum, aber ich möchte das blaue Herz nicht verlieren. Ich weiß nicht, ob das dann jetzt schon wieder eine falsche Entscheidung ist, aber ich hoffe nicht. Was ich registriert habe, ich darf Bomben in... Ach Quatsch, Bomben. Ah, cool. Ich darf in... Also cool ist es nicht, aber es ist Trinket. Ich darf in einem Stachelraum, wo eine Bombenkiste ist, also eine Steinkiste, und rote Truhen, sollte ich erst die roten Truhen öffnen, weil da Bomben drin sein könnten. Also Trollbomben, die einfach von selbst explodieren. Und die wird mir ja dann schon den Stein öffnen. Ich weiß nicht, warum ich da noch nicht... Also es ist an sich völlig logisch. Es ist an sich völlig logisch. Ich habe keine Ahnung, was ich mir da gedacht habe, als ich es nicht getan habe. Also, keine Ahnung. Ja, ansonsten fällt mir gerade gar nicht so viel ein, was noch geschrieben wurde. Es wurde einiges geschrieben. Aber gerade habe ich es einfach nicht mehr auf dem Schirm. Für den Part. I'm sorry. Das ist jetzt nämlich wieder eine sehr spontane Aufnahme. Ich will eigentlich mal ein bisschen schneller vorankommen. Aber mit so einem Raum wird es nichts. Wie oft habe ich schon Aufnahmen gestartet mit ich will die heute mal ein bisschen schneller. Und es ist einfach dann 2 Stunden geworden. Please no. Please, bitte werde kein 2-Stunden-Run. Bitte nicht. So, noch ein Schlüssel. Ja, schön. Hier gibt es eine Bombe gratis. Also, hier gibt es eine Karte gratis. So rum ist die. Oha! Es ist so wichtig, Feuer kaputt zu machen. Da kommen einfach blaue Herzen raus. So. So, ist egal, wo ich sprenge. Vielleicht kommt hier noch ein Crawl Space bei rum. Dort. The Empress. Alrighty. Den brauche ich nicht angreifen. Ach, Ägypten! Komm, mach dich weg. So.
Okay, haben wir alles. Abflug. Oh, nö. Soll ich auf Flucht spielen und das Baseball-Item mitnehmen oder soll ich sie besiegen? Ich glaube, fast Flucht geht schneller. Weil, schaut mal, wie wenig Schaden ich einfach mache. Ach, geh weg! Mistkröte. Wenn man sie die ganze Zeit weiter angreift, geht dann diese Phase nicht... Also, haut sie dann nicht ab, oder wie ist das? Ich greife sie jetzt nicht mehr an. Und ich hoffe, sie haut ab. Dauert mir zu lange. So, sag Tschüss. Greif dich nicht mehr an, sag Tschüss. Ah, okay, das ist kein Tschüss. Ah, das ging voll in die Ecke. Komm, sag Tschüss jetzt. War nett mit dir. Nicht. Oh mein Gott. Hab ich sie schon zu oft ange... Ach, nö, Mann! Hab ich sie schon zu oft angegriffen, dass sie jetzt nicht mehr abhaut? Jetzt geht sie. Ciao. Scheißvieh. Okay. 6 Minuten, viel zu lang. Unterwegs. Okay. Ihr habt euch beschwert, dass ich nicht durch Stacheltüren gehe wegen Rotherzschaden und ich ja durch die Stacheltüren nicht den Rotherzschaden bekomme. Ich weiß, aber manchmal ist ja da drin was Schaden macht. Aber um euch zu demonstrieren, dass ich auf Kommentare höre, gehe ich jetzt hier durch. Und ja, und genau das ist sowas. Genau das ist so. Genau das ist sowas. Ich weiß genau, dass ich mit diesen Stacheln hier mir Rotherzschaden gleich zufügen werde. Oh mein Gott, nee, Mann. Werde ich nicht. Alles gut. Alles gut, ich werde keinen Rotherzschaden mehr zufügen durch die Stacheln. Aber das war mehr als... Das war brutales Glück einfach. Ach, geh heim. Ich hab keine Lust. Ich glaube, wir lassen die Aufnahme einfach. Das läuft hier gerade überhaupt nicht. Vor allem, wenn jetzt da in der Mitte... Ja, geil. Geiles Zeug da in der Mitte. Cool, richtig cool. Und vor allem auch noch alles dunkel. Ich hab so keinen Bock. Wenn jetzt nicht irgendwas extremst Gutes passiert in der Ebene, dann bin ich raus für heute. Das ist ein Versprechen. Ich hätte gar nicht anfangen sollen so auf. Eigentlich sollte ich langsam so ein Radar haben, wann ich aufnehmen sollte und wann nicht. Und das läuft gerade überhaupt nicht. Ist irgendwas noch aufgetaucht? Nö, cool. Hä, aber da ist noch... Ach so, nee, das ist... Das Symbol von vorhin. Ja, okay, das ist das Symbol von vorhin. Ein Würfelraum. Ja, nee. Ist klar. Da kann man schon mal 2 Schlüssel für opfern. In der zweiten Ebene. Lul. Ach ja, Lazarus hat ja ein Leben. Sehe ich jetzt erst. Stimmt, Lazarus hat ja ein Leben. Das habe ich ganz vergessen. Das heißt, ich sterbe ja gar nicht, wenn ich drauf gehe. Aber bin ich dann überhaupt noch Lazarus oder bin ich dann ein anderer Charakter? Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Ich müsste schon noch Lazarus hoffentlich sein. War man da nicht eine stärkere Version oder so? Oh, ich habe keine Ahnung mehr, Lul. Hanged Man. Nein, ab nach oben. Alles Müll hier. Oh, das ist allerdings alles andere als Müll.
Aber bevor wir an die Schlüssel gehen, machen wir das einfach mal so auf. Yo! Und dann haben wir noch Devil. Auch coole Karte. Dann setzen wir Empress hier ein und nehmen Devil mit. Wobei es eigentlich egal... ist eigentlich egal, was ich wo einsetze. Schade. Aber okay. Ich habe gesagt, wenn was Gutes passiert auf der Ebene, und ich würde sagen, so viele blaue Herzen sind durchaus was Gutes. Damit schließen wir noch nicht ab. Wir gehen aber einfach direkt weiter. Ich hätte noch ein bisschen bomben können, aber ich habe nicht so viele Bomben. Ich würde die Bomben lieber für Bomben aufheben. Falls wieder jemand schreibt, wieso hast du die Bomben nicht benutzt. Es sind nicht so viele und die würde ich lieber aufheben. Wenn wir sicher sie auch sinnvoll nutzen können. Ich meine, ich habe jetzt nicht nach den Räumen geguckt. Wahrscheinlich wäre es tatsächlich nur ein Raum möglich gewesen. Es war eine sehr kleine Ebene. Ah, ich bin ganz ehrlich, ich wollte gerade einfach nur raus. Ich wollte gerade einfach nur raus aus der Ebene. Nein, jetzt rutscht der da hoch. So kriege ich den doch nicht. Danke. Ey, wo rutschst du denn hin? Tschüss. Mein Gott. Ein Kollege regelt das hier mal. Ich habe keine Lust. Dankeschön. Zu gütig von dir. Change wäre doch schon mal was für das Boss-Item. Für das Boss-Item, wenn es kacke ist. Aber erstmal wird hier der Raum ziemlich kacke, weil es hier gleich eine Mega-Explosion geben wird. Aber es wäre schön, die Explosion so zu lenken, dass sie bei den Pilzen passiert. Okay, dann haben wir erstmal mehr Platz. Und zweitens, ja. Nee. Uiu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 
mach dich weg jetzt. Danke. Devil Deal ist am Start. Blaues Herz ist am Start. HP Up ist am Start. Das ist ein Range Up. Wir gucken mal, was draus wird. Ein Speed Up. Hoffe, ihr wart mit mir einer Meinung, dass ich das rerolle. Nicht, weil es super schlecht ist. Range Up hätte ich schon auch genommen. So ist nicht, ne? Aber es hätte halt bessere Items gegeben. Und ihr meckert ja immer, wenn ich nicht rerolle, also rerolle ich jetzt mehr. Ich gehe immer zu hören, dass ich den D6 nicht zu schätzen weiß. Verstehe ich ja auch. Verstehe ich ja auch. Verstehe ich vollkommen. Ich werde den D6 mehr zu schätzen wissen. Und den Eternal D6 auch. Auch wenn er Items verschwinden lassen kann. Wofür ich immer noch. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Komm, mach mal mit hier. Sehr schön. Keine Lust hier ewig zu rumzuspielen. Wenn es eh gerade aufgeladen ist, ich laufe sonst nur mit dem aufgeladenen Ding rum. Der Schwachsinn. Das nehme ich jetzt nicht mehr mit. Wobei, solange ich blaue Herz habe, eigentlich schon. Aber das Ding ist, das macht aus meinem ganzen Herzen halbes Herz. Ich habe das nicht ganz verstanden, wie die Dinger funktionieren. Aber die machen ja halbe Hallöchen. Die machen da ja halbe Herzen draus. Das ist nicht so cool. Muss ich gestehen. Das ist jetzt allerdings auch eine interessante Geschichte hier. Da werden wir gleich mal eine Sache probieren. Naja. Zwei Münzen freigespielt, ich weiß ja nicht. Hätten mehr sein können. Hätte ich aber weiter nach hinten kicken müssen, das Ding dafür. Oh, nö. Das ist genau so ein Raum, den ich meinte. Wenn ich jetzt hier getroffen werde, wäre es mein Rotherzschaden. Sollte ich mir hier nur mit Rotherz... Ja, genau das meine ich. Das wäre jetzt so ein Raum, wo ich es bereut hätte, reinzugehen, wenn ich keine blauen Herzen gehabt hätte. Genau solche Räume meine ich. Das passiert halt leider. Kann es nicht ändern. So, 13 Münzen, let's go. Gib mir was Gescheites. Und weh, du bist knausrig. Hau dir ins Gesicht. Passage. Da ich eh Devil mitnehme, Passage. Schade. Oh, cool. Luck up. Nehmen wir mit. So. Dann wieder Devil und Abflug. Alles gesehen. Kein Planetarium auf der Ebene. Weiter im Programm. 16 Minuten, okay. Jetzt nehme ich ja doch scheinbar weiter auf. Ich war echt ein bisschen pissig, aber die vielen blauen Herzen auf der letzten Ebene haben mich dann wieder ein bisschen versöhnt. So, damit sollte nämlich auch Angel Deal technisch jetzt alles erstmal recht gut laufen, wenn ich nicht sämtliche Herzen gleich verliere. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich so viele Herzen schaffe zu verlieren. Beim besten Willen nicht. Dafür müsste ich schon sehr, sehr hart versagen. Und wir wollen ja nicht nochmal sowas wie mit dem großen Raum erleben, ne? Ist jetzt auch schon wieder eine Weile her für mich. Für euch nicht, ihr habt es gerade erst gesehen. So, so, tschüss, 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 tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss.
Und da liegt eine Batterie, das ist ganz cool. Da kann man dann mal sein Viech aufladen, wenn man es wieder brauchen sollte. Das machen wir doch gleich mal hier. Weil ich sonst hier Geld verliere, wollte ich gerade sagen. Menschenscanner! Mein Gott! Das lief ja gar nicht gut, der Raum. Gut, dass das Viech da war. Ach komm. Ach, wir warten. Ich würde natürlich auch jetzt sofort den Boss machen, wenn ich ihn finde. Ne? Da würde ich jetzt gar nicht lange rum warten. Das würde direkt... Oh cool, toll. Gut, dass wir die gefunden haben. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Die machen böse Schaden. Gut aufpassen jetzt hier, Hilfe. So, jetzt habe ich euch gut. Jetzt habe ich euch gut. Geht hier. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, das war super knapp. Krieg ich den so? Der schießt hoch. Der schießt rüber. Jetzt ist er weg, jetzt ist er weg. Nein, immer noch nicht. Eieieiei, la 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 la. Okay, einer ist weg. Nein, 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 oh Gott, geh weg. Das war super knapp. So, jetzt krieg ich den einen noch. Na, jetzt machen wir das halt einfach so. Sollte mal wieder ein bisschen schießen. Ich weich aus. Dann schießt er wieder. Ich weich aus. Er kommt weiter runter. Ich weich immer noch aus. Ich weich nach oben. Wie viel hältst du? Ah, mein Gott. Okay. Dass wir drüber geredet haben. Okay. Ihr könntet mal hier ein bisschen sprengen, Freundies. Hier mal so ein bisschen in die Pilze. Ja. Noch so ein bisschen in die Pilze. Kannst du noch so ein bisschen hier in die Pilze sprengen? Hier sind die Pilze. In die Pilze. Ja! Und noch den hier oben. Komm. Schade. What the fuck? Was ist das denn für ein Anfang? Komm mal her. Mach mal mit hier. Mach mal mit hier. Hui! Sehr schön. Oh, da ist mein HP ab zurück. Sehr schön. Ich habe ja vorhin einen... okay, wir sind hier. We are here. Nice, nice. So, bei 3 Bomben kann man natürlich auch mal den hier versuchen. Sehr schön. Da wechseln wir doch direkt mal unseren Penny. Und dann lassen wir dieses Trinket beim Boss liegen nachher. Läuft. So läuft es doch schon mal. So. Wow, oh Gott, da werde ich noch... Ich werde irgendwann, wenn ich in die Stacheln hier reinlaufen... mark my words. Ich fürchte es zumindest. Aha. Ja, nö. Allerdings... Ja... Ja... Nachdem ich ihn die letzten Male vernachlässigt habe, aber jetzt kriege ich nur 3 Münzen. Naja, na gut. War jetzt nicht so der beste Deal, aber man weiß es ja nicht. Das ist allerdings einfach ein schöner Gratisraum für Münzen. Und da ist eine Arcade, aber mit 10 Münzen will ich da eigentlich gar nicht rein. Aber wobei da ein Herzbettler sein könnte. Schade. Kein Herzbettler. Na, Mann, ich hasse euch, dass ihr mich immer trefft. Ihr seid einfach zu gut. So, gehen wir gleich hier durch. Aha. 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 Na, ist doch in Ordnung gewesen. So. Dann den Raum hier. Okay. Eine Bombe für 4 Münzen sehe ich jetzt nicht so. Ach so.
Jo, das ist ziemlich witzig, weil wir kriegen jetzt gar nicht mehr die Aufladung für den Boss, wenn da nicht eine Batterie rumliegen würde. Ah, Glück gehabt. Aber die Ebene ist damit schon fertig. Das heißt, wir gehen doch jetzt zum Schluss zum Boss. Na gut. Halt! Zehn Münzen, zwei Schlüssel. Nee, das ist kein Shop-Besuch wert. So, Kuckuck. Jo, 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 chill. So, und 30% Engelschance sollte passen. Komm schon. Ein Drittel. Ein Drittel. Ein Drittel. Mehr als ein Drittel sogar. Dann halt nicht. Aber Speed Up plus Size Down nehme ich auch sehr gerne mit. Und ein Tears Up nehme ich auch sehr gerne mit. That is in Ordnung. Ach, ich wollte das Trinket liegen lassen. Siehst du, hätte ich schon wieder fast vergessen. Aber nur fast. Hui. So. Trinket liegen lassen. Und weiter im Programm. Leider noch kein Engelraum. Aber so langsam darf dann auch mal... So langsam darf dann auch mal Dings kommen. Weißt du schon. Weißt du schon. Planetarium. Weil wir haben so viele Itemräume jetzt zum Nachholen. Eieieiei. Zum Glück bekommt man die fast immer automatisch mit auf dem Rückweg. Zum Glück muss man da nicht ewig weit laufen und die sind einfach relativ am Start. Ah, die schießen schief. Okay. Na komm, mach einfach Bumm. Ja, jetzt haben sie sich getrennt. Ach, komm schon. Danke. Jutti! Wusch! Was haben wir eigentlich für eine Ebene? Ja, klar, da. Da ist, was ich wollte. Habe ich vor Freude mein Space-Item eingesetzt. Wollte ich ja gar nicht, aber kann man machen. Schön. So. Ich habe keinen Schlüssel. Ich habe keinen Schlüssel. Ich habe die Schlüssel gerade an den Kisten geopfert, ne? Ach, komm schon. Danke. Ich habe mich gerade schon ganz kurz gefragt, was mache ich eigentlich, wenn ich jetzt keinen Schlüssel bekommen würde? Und dann dachte ich so, oh, jawohl, die nehmen wir mit. Die nehmen wir sehr gerne mit. Das ist ein cooles Item. Mit den Geheimräumen, wo man dann noch so ein Stat-Up bekommt für die Ebene und so weiter und so fort. Und das wird mit jedem Mal mehr und so weiter. Das ist ziemlich cool. Das mag ich. So, hier ist der Geheimraum. Und es gibt sogar jetzt mehrere. Das ist noch der nächste Punkt. Oh, jetzt haben wir zweimal The Devil. Dann können wir einmal The Devil auf jeden Fall in der Ebene schon einsetzen. Das ist doch auch schon wieder was. Und jetzt erstmal hier. Shine! So. Dann öffnen wir hier schon mal, weil wir da auf jeden Fall, sobald wir den Schlüssel haben, reingehen werden. Aktuell können wir noch nicht reingehen. Gib mir einen Schlüssel. Da ist leider kein Schlüssel bei. Und jetzt haben wir hier schon blaue Herzen im Überfluss. Gut. Mir fällt gerade ein, dass ich nicht bei der Donation-Maschine gespielt habe, aber jetzt ist zu spät. Ein paar Herzen hätten rumgelegen in der Ebene. Naja, was soll's. So, da ist der Itemraum, den können wir jetzt betreten, allerdings haben wir keinen Schlüssel. Ja, ist doch gut, Freunde. Dann machen wir es halt so. Wenn ich wieder zu blöd bin, machen wir es halt so. Hm. Nicht das beste Item, aber wir haben nichts zum Rerollen. Insofern, ab dafür.
Aber auch nicht das Schlechteste. Besser als so ein Water Bobby oder sowas. Shop. Ja, komm schon, nerv mich nicht. Ach, jetzt. Alberne Treffer da, echt. Ha, kein Schlüssel, keine Möglichkeit, sich in den Shop zu sprengen. Wobei, naja, wahrscheinlich eher nicht. Arke Mann, jetzt. Nee, keine Möglichkeit, sich in den Shop zu sprengen. Schade, aber jetzt haben wir einen Schlüssel. Damit können wir in den Shop. Oder erstmal die Truhe öffnen in dem Geheimraum. Erstmal die Truhe öffnen in dem Geheimraum. Wobei, nein, ich hoffe auf einen Schlüsselkauf und dann können wir hier... Okay, keinen Schlüsselkauf. Aber das hier kaufe ich mir, das nehme ich mit. Dann, okay, vielleicht doch einen Schlüsselkauf. Ach ja, dann halt nicht, ne? Ja, komm. Wie findet man jetzt eigentlich die weiteren Geheimräume von dem Mondding? Ich meine, der hat ja mehrere erschaffen jetzt, ne? Der zeigt einen an, aber hat mehrere erschaffen. Aber ich glaube, es gab keinen Indikator, um zu sehen, wo die sind, richtig? Oh, das ist auch ein cooles Trinket. Hm. Schwierig. Sobald, naja, eigentlich nicht schwierig, weil erst wenn ich Münzen habe, kann ich ja den Penny zurückholen. Die Frage ist dann nur, was nehme ich mit? Das ist die Frage. Sehr schön. Da ist Bossy. Dann machen wir erstmal Bossy für die Engelchance und dann gucken wir uns noch weiter um. Jetzt würde ich fast aber sogar mein Space-Item nicht einsetzen, weil ich glaube, der Stats-Up, den ich habe, ist am Ende effektiver, als wenn ich jetzt einmal kurz das Viech da rausschicke, oder? Weiß es nicht. Ach komm, wir gucken mal, was passiert. Ob die jetzt doch... Na, okay. Doch, die macht schon... Ja, die macht schon massiv mehr Schaden mit ihrem... Ja, nee, nee, nee. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Nein, dann... Nein. Das ist okay. Und da ist, was wir wollen. Ich meinte damit nicht den Sticky Friend übrigens. Wafer! Come to me. Gar keine schwierige Entscheidung. Gar keine schwierige Entscheidung. Ich wollte die Engelstatue sprengen. Habe ich vergessen. Tut mir leid. War ich gerade ein bisschen zu fix. So. Dann haben wir jetzt noch einen Schlüssel für eine Truhe. Aber potenziell... Ja, aber jetzt bringen die anderen Geheimräume ja eigentlich gar nicht mehr so viel. Weil ich doch... Also, ich kann mich zwar reinspringen und kann den Raum nutzen an sich, aber den Mondstrahl da drin, der bringt mir jetzt gar nicht mehr so viel, korrekt? Also, hier wird wahrscheinlich noch einer sein. Okay, lassen wir es. Gut. Gut, das war nix. Ich dachte, da könnte noch einer sein. Aber nee, dann... Ich habe jetzt auch nicht so viele Bomben, dass ich hier rumexperimentieren möchte. Und wie gesagt, er nützt mir eher nur was, wenn ich den Mondstrahl nutzen kann. Und ich habe hier mit der Ebene... Ich bin mit der Ebene noch gar nicht durch. Scheibenhonig. Muss die Ebene noch durchgucken. Ja, eigentlich muss ich nicht. Eigentlich könnte ich auch einfach gehen. So gehe ich nicht einfach.
Weil ich immer das Gefühl habe, vielleicht ist da noch was. Irgendwas, was mir super mega viel hilft. Vielleicht ist da noch was. Vielleicht ist aber auch noch was, wodurch ich am Ende mehr Schaden bekomme und es ist total dumm, ist da jetzt noch hinzugehen. Sowas könnte da auch noch sein. Ja, man weiß es nicht so genau. Aber wir haben Wafer. Also, dass wir jetzt Wafer über den Engelraum bekommen haben, ist schon mal Gold wert. Weil, aha, ja, der Stachelraum, den habe ich komplett vergessen. Siehste? Siehste? Den mitzunehmen ist auf jeden Fall sinnvoll. Außer er ist kacke. Dann ist es nicht sinnvoll. Aber den nehmen wir natürlich noch mit. Ja! Yes! Okay, jetzt schön die Bombe wegkicken und du fütterst jetzt hier schön Items und gibst mir dann was aus deinem Pool. Jawoll! That's what I mean. Siehst du, hätte ich das jetzt nicht gemacht, also wer auch immer du bist, aber hätte ich das nicht gemacht, wäre ich nicht noch zurückgegangen, hätten wir das alles hier verpasst. Wir hätten... Das wäre so böse gewesen, wenn wir diesen Stachelraum verpasst hätten. Oh, das wäre böse gewesen. Das war so wichtig, hier zurückzukommen. Alles richtig gemacht. Sehr schön. Okay, jetzt aber Abflug. Jetzt aber Abflug. Liegen sogar noch Herzen auf dem Weg rum. Die kann ich mir wieder snacken. Da oben ist, glaube ich, auch noch eins drin gewesen. Yes. So, passt. Und wir nehmen den blauen mit. Weil wir es können. So, dann sind wir voll. Bascht auch. Nächste Ebene muss ich aufbaschen. Wegen Dingens. Ne, wisst ihr schon. Ich würde gern beides, Mann. Ich will was, dass ich zwei Trinkets. Es ist halt schon cool, die Stand-Ups zu haben. Die sind halt schon cool. Aber wir haben auch so jetzt schon ein ordentliches Damage abbekommen, ne? Wieso ist mein Luck eigentlich wieder unten? Ich habe doch ein Luck-Up gehabt. Wann wurde denn es mir abgezogen? Ich weiß es nicht. Was nehme ich jetzt mit, verdammte Axt? Durch Wafer sind jetzt halbe blaue Herzen ja auch nochmal richtig wertvoller als eh schon. Und so habe ich eine relativ hohe Garantie, immer schön viel Energie dabei zu haben, ne? Garantie meine ich. Ja, Und ich will mein Viecher auch ein bisschen einsetzen. Also ich nehme den mit. Ich habe ein Trinket, habe ich schon auf den Boden gelegt. Ich brauche keinen zweiten Crack Key. Habe ich eins? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, ich habe den Penny hingelegt, aber dann legen wir lieber dieses Trinket mal irgendwo auf den Boden. Weil wir es können. So, ihr könnt ja wieder sagen, ob ihr ein anderes Trinket mitgenommen hättet oder ob ihr dieses Trinket mitgenommen hättet, was ich mitnehme. Ich bleibe jetzt so bei dieser Entscheidung und hoffe, dass wir jetzt keinen Dings bekommen, keinen Mist, der uns irgendwie zu Marm portet vorher, bevor ich die Full-Karte finde. Okay. Ist schon mal kein Fluch, ist schon mal gut. Kein Fluch ist schon mal die halbe Miete. Mach auf. Okay. So. Ein Geheimraum ist eingezeichnet. Sehr schön. Das meine ich, ne? Schön Münzen sammeln und blaue Herzen generieren. Das ist mir wesentlich lieber und wichtiger als alles andere. Weil ich verliere so schnell Energie und wenn ich dann irgendwo auf einer Ebene noch blaue Herzen rumliegen habe, dann ist das so viel wert. Oha! Wir haben direkt Marm gefunden. Das ist jetzt natürlich nicht so cool. Wir brauchen erst den The Fool Dings, aber dann können wir relativ schnell auch zu Marm gehen. Da habe ich nichts dagegen. Da habe ich gar nichts dagegen. Hallöchen. Cool. Cool. Mein Gott, geh mir nicht auf den Keks. Okay. So, hier können wir sprengen. Nicey, nicey. Seht ihr, was ich meine? Genau das meine ich. Das ist gut. Das ist sehr gut. So.
Aua! Das war nicht so gut. Charalas. Da weiß ich doch schon jetzt, wo ich Charalas einsetze. Bumpeng, buff. So, ihr habt gesagt, es ist albern, hier Angst zu haben vor Pillen. Also habe ich keine Angst mehr vor Pillen. Ist in Ordnung. Ist registriert. Wenn ich mich jetzt zu Mom porte, seid ihr schuld. So. Aber ihr seht, ich höre auf euch. Ich höre auf euch. So, bisher keine Fools-Karte. Auch hier keine Fools-Karte. Jetzt könnte man Schlüssel opfern für einen Sack. Ja. Meistens, ja, meistens ist das ja mehr wert. Sehr schön. Ach komm, da soll sie sich mal drum kümmern, das dauert mir hier zu ewig. Der soll sich einfach mal durchrauschen durch die Kollegen und aufräumen. Sehr schön. Uah! Okay, da ist der Itemraum, geheim, der Shop. Shop, meine ich, ist da. Natürlich. Aber auch das ist, na, das war jetzt nicht so cool. Ach, hör auf! Vollidiot. Aber das Schöne ist, der wird jetzt schön Münzen droppen. Und dann können wir aus allen Münzen schön halbe Herzen machen. Passt. Okay, der droppt keine Münzen. Einen Steam Sale können wir noch nutzen. Insofern ist das okay. Kann man machen. Kann man anbieten. So. A Charmed Vis Appear? Was? Ach so. Jetzt kurz nicht verstanden, was der von mir wollte. Aber, jo. So, hier ist The Fool. Würde ich sagen, ab zu Mom. Gar nicht lange rum. Ich weiß, wir haben noch einen Itemraum und so weiter. Haben wir alles noch? Machen wir alles noch? Aber jetzt erstmal ab zu Mom. Dass wir das weg haben. Dass wir das weg haben, dann kann da nichts mehr schief gehen. Dann haben wir alles gesehen. So. Okay. Also Fool dabei. Passt. Schade. Kein Dings bekommen. Ihr habt geschrieben, nimm doch lieber Dings mit als Dings. Aber an sich ist es egal, weil, wie gesagt, man verliert das Teil eh. Was ich allerdings natürlich machen kann, ich kann mit Negative jetzt hier erstmal durch die Ebene gehen. Na, das kann ich machen. Und es noch nicht hier einsetzen. Das kann ich tun. Dann habe ich jetzt das Damage Up dabei. Und erst wenn ich es einsetze, ist es weg. Das wäre eine Idee. Die können wir tun. Die können wir machen. So, dann ist hier der Itemraum. Ja, wir haben genug Bomben. Die können wir auf jeden Fall hierfür opfern. Das kann nur besser werden. Wir kriegen eine Bombe eh zurück. Und in der Truhe ist... Ja, perfekt. Also. War im Endeffekt eingehen. Nee, 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 nee. Okay. Okay. Das nehmen wir nicht. Aber ich sehe was anderes, was ich kurz mitnehmen möchte. Ja, cool. Tears up und Range up. Alles, alles am Start hier. Perfekt. Und du kannst hier schön liegen bleiben. Du blöder Fluch. Dann haben wir Devil wieder am Start. Und Devil müssen wir halt abgeben, sobald wir... Weißt du schon. Sobald wir... Wenn man nicht mehr weiß, was man sagen wollte. Mein Gott. Ach, scheiß drauf. So, Abflug. War eine kleine Ebene, wenn wir mal ehrlich sind. War eine recht kleine Ebene. Ich habe den Moon jetzt noch nicht sinnvoll... Aber ich habe halt kein wirkliches Indiz, wo der Moon die Sachen hinpackt, ne?
So, The Moon macht überall neue Geheimräume, aber ich weiß nicht wo. Und natürlich, die könnten cool sein. Ich würde die auch gerne... Was heißt The Moon? Heißt es gar nicht. Das heißt nur Moon. Ich würde die auch gerne... Es heißt Luna. Ups. Ja, alles klar. Ach so, ein extra Secret Room und ein extra Super Secret Room für jeden Floor. Okay. Okay, okay, okay. Ja. Einer ist frei. Aber der, ja, der sagt nicht, wo die anderen sind. Aber die sind praktisch so... Okay, die sind praktisch so, wie wenn sie normal wären. Also, das heißt potenziell... Ja, kann da schon mal keiner sein. Potenziell... Kann da schon mal keiner... Ja, aber das ist ja schon wieder Kacke. Sag mal, ich weiß jetzt nicht, soll ich einfach mal hier sprengen, so auf Verdacht? Aber eigentlich ist es dumm. Aha. Also sind die... Also okay. Zack. Nützt mir jetzt nur nichts mehr, ne? Ist halt wurscht. Okay. Mit 6 Schlüsseln spiele ich auch nicht mit dem Schlüsselbettler, ganz klar. Okay, aber jetzt Abflug. Ich will raus. Ich will weiter. Mir ist wurscht. Alles passt alles. Ich bin zufrieden. Passt so. Wir haben noch so viele Items, die wir bekommen. Es ist okay. Es ist okay. Was soll schon schief gehen? Sollen wir warten, ob wir uns reinspringen können? Nee, ist mir egal. Ich bekomme so viel. Ja, wow. Das, was ich meine. Ich bekomme so viele Herzen zurück. So, dann ist es halt so. Lass mich ein paar Mal treffen. Passt schon. Wir haben Wafer. Was soll schief gehen? Ganz ehrlich, mit Wafer kann nichts mehr schief gehen. Ich lehne mich schon wieder zu weit aus dem Fenster und ich weiß, dass das jedes Mal mein größter Fehler ist. Aber was soll mit Wafer noch schief gehen? Was soll mit Wafer noch schief gehen? Ich weiß es nicht. Ich wüsste nicht, was mit Wafer noch schief gehen kann. Wann immer wir Münzen sammeln, haben wir die Chance, dass diese Münzen zu blauen Herzen werden. Ich weiß nicht, was noch schief gehen soll. Oha. Ich wusste gar nicht, dass der sowas kann. Jetzt weiß ich's. Na komm, hilf mal mit, Kollege. Saus da mal runter. Räum mal ein bisschen auf. Ah, okay. Schon erledigt. Oh, da ist schon der Ende. Der Ende will ich natürlich noch nicht. Kann dann jetzt hier? Ich meine, eigentlich nicht, aber dadurch, dass es neue Räume gibt, vielleicht schon. Tatsache. Oha. Da hole ich mir doch erst das ab und dann bekämpfe ich dich, mein Freund. Was hältst du davon? Richtig viel hältst du davon. Aua. Schön, das macht den Shopbesuch gleich noch attraktiver. Da sprengen werden wir, wenn wir wirklich Münzen brauchen sollten. Im Moment lasse ich die jetzt erstmal Münzen sein. Okay. Ah! Geht die da durch? Macht die das kaputt? Nein. Dann kann ich das mal. Ach, scheiß Portale. Wehe. Ja, man sollte Portale natürlich sofort zerstören. Das wäre klug. Leider bin ich nicht immer klug. Alles klar. Alles klar. Aha. Ach, da komme ich nicht ran. Hier könnt jetzt was, aber passt schon. Shop. Die machen gleich ordentlich Bumm. Okay, so viel zu ordentlich Bumm.
Jop, weiß gar nicht, was das jetzt war. Irgendwie mehr Karten spawnen, keine Ahnung. Irgendwas ist passiert. Das verdoppelt meine Follower, glaube ich. Ja, Follower wahrscheinlich, meine Follower. Alter. Ich glaube, einen Schein. Aber ansonsten hat mir jetzt nicht so viel gebracht, der Shop hier. Ist okay. Sollten wir nochmal Change finden oder sowas, können wir das Viech rerollen. Aber ist okay so. Noch ein Itemraum und dann hauen wir ab. Wobei den Itemraum, ganz ehrlich, den würden wir ja auch wieder finden, wenn wir einfach den Rückweg schon antreten. Ja, cool. Aber gut, wir kommen jetzt eh auf dem Rückweg. Der Rückweg führt uns jetzt eh praktisch über den Gang zum Itemraum. Der muss dann nämlich hier sein. Weil das ist alles, was noch übrig ist. Insofern. Ah, nee, die Viecher sind hier. Macht euch weg, ich hasse euch. Ihr seid so ekelhaft, dass ihr immer wieder mehr werdet. Boah. Junge. Ja, da ist er schon. Und dann können wir die ersten zwei Ebenen, können wir relativ schnell einfach hochgehen. Oder ab dann müssen wir allerdings nach Items gucken. Dann haben wir nämlich alle Items noch nicht mitgenommen. Was war dieses Fähnchen da oben? Irgendwas mit Rage, ne? Ich glaube, das war irgendwas mit Rage. Es war nichts mit Rage. Und Moment, ist es das? Lass die Blatt. Nee, das sieht so dunkel aus. Ist das so dunkel? Oder gibt es sowas, was wie Lasti Blatt aussieht, nur in hell? Weil das sieht hier so hell, dunkel aus. Aber es klingt gut. Ich würde es auf jeden Fall mitnehmen. Ich würde es auf jeden Fall mitnehmen. Wenn es das ist, was ich denke, dass es ist. Ach! Ich bin dumm. Wir sehen nachher noch, wenn wir... Ja, wir warten. Wir warten. Wir sehen ja nachher, wenn wir den Itemraum jetzt nicht mitnehmen, sondern übers Ende durchgehen, durch den Itemraum, dann sehen wir das zweite Item. Das ist das Ding. Und wir machen jetzt, wir bekommen jetzt ja auch nicht die ganze Zeit ein ganzes Herzschaden, sondern wir bekommen ja immer nur ein halbes Herzschaden durch Wafer. Also Wafer ist für mich einfach die Run-Rettung schlechthin. I don't know. Oh Gott. Oh Gott, nee, Mann. Könnt ihr euch bitte einfach verpieseln? Haben wir es jetzt? We have it. Okay, perfekt. Alles gleichzeitig. Und jetzt sehen wir... Ich habe eh schon Wafer. Nein, ich nehme das. Ich habe eh schon Wafer. Ich bin schon geschützt. Aber die Maske war schon, also die Maske, war schon gut, dass wir gewartet haben, bis die Maske aufgetaucht ist. Da war ich jetzt schon ein bisschen am Schwenken, ne? Also, zu Recht natürlich war ich da am Schwenken, zu Recht. Weil die Maske schon ein... Fuck my life. Weil die Maske schon ein geiles Item ist, gar keine Frage. Die Maske ist definitiv ein geiles Item. Ich spiele schon wieder trotzdem fast eine Stunde. Also das mit Weltrekord wird nichts bei Isaac. Tut mir leid. So, aber das Schöne ist jetzt, ne? Bloody Lust gibt mir
Ja, hier ist dann Level Key weg. Ich weiß, wir haben noch einen Crack Key. Ich weiß, ihr habt gesagt, ich soll mal mit dem rumspielen. Und der wird es sich nicht auslösen, wenn nicht irgendwas in der Nähe ist. So eine rote Tür. Das heißt, man muss nicht auf. Man kann versehentlich das gar nicht drücken. Ist in Ordnung. Ist registriert. Ist registriert. Ne, so, wenn es jetzt hier erst auftaucht, die Tür, dann kann man die öffnen scheinbar. Und vorher kann man die nicht öffnen. Aber ich bin da halt trotzdem böse vorsichtig. Weil einfach das Risiko, den Kram zu verlieren. Ich will's nicht. Das wäre halt so, der komplette Run wäre dann umsonst. So, der komplette Run wäre umsonst, wenn ich den Unlock nicht bekomme. Ich will den Tainted Unlock, das ist alles, was ich will. Beast schaffen wir Zusatz. Und wäre cool, cooler Zusatzbonus, gar keine Frage. Aber ich will den Unlock. Oh mein Gott, wie ich den Unlock will. Ihr glaubt es gar nicht. So, hier haben wir auch kein Item mehr, okay. Also einfach durch den nächsten... Mama Mia. Einfach durch den nächsten Dings durch. Jetzt bin ich auch noch Latscher will ich gar nicht werden. Aber wir hatten vorher eine Small-Pille, insofern sind wir jetzt wieder relativ gleich groß. Also das ist okay. Damit kann man dann auch wieder leben, ne? So. Okay, ab nach oben. Crack Key haben wir dabei. Das ist das Wichtigste. Da ist der andere, siehst du? Jetzt könnte ich auf der Ebene experimentieren. Aber warum soll ich jetzt experimentieren? Ich will nicht experimentieren. Und da wir Planetarium erst bei Dunk Devs gefunden haben, haben wir jetzt vier Ebenen mit Itemräumen. Das heißt, das, was wir jetzt schon sind, kann nur noch besser werden. Weil schlechte Items werde ich nicht mitnehmen. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Schlechte Items gibt es bei mir nicht. So. Und was ich mir eben auch gedacht habe, Bloody Lust, ne? Mit jedem Gegner werde ich stärker. Pro Raum. Müsste doch beim Endboss die ganzen Fliegen, die kleinen Viecher, die Ritter spawnen, ne? Die ganzen Fliegen, die spawnen. Müsste doch jede Fliege ein Damage abbedeuten, oder? Also, ich denke, das ist eine ganz gute Investition gewesen. Anstatt Infamy. Oder wie das Viech heißt. Interessant übrigens, dass aber mein Key bisher einfach keine Lust mehr hat, blaue Herzen zu droppen. Meine Münze bisher keine Lust hat, blaue Herzen weiter zu droppen. Dafür habe ich sie ja eigentlich mitgenommen. Oh. Die blauen Herzen nehme ich auch, gar kein Problem. Sehr praktisch. Aber wir haben immer noch nicht den Itemraum gefunden. Aber wir haben auch noch nicht den Weitergehraum gefunden. Insofern ist das okay. Mir wäre es nur unlieb. Wobei, mit Wafer ist es mir nicht unlieb. Alles nochmal abzulaufen. Ja, okay. Komm, da kann jetzt hier mal wieder helfen. Sie macht eigentlich schon einen guten Job, muss man sagen, ne? Also sie ist schon... Sie ist schon nicht schlecht. Sie ist schon nicht so schlecht. Aber ich glaube, Moon ist jetzt hier auch gar nicht mehr so effizient. Ah, perfekt. Gleich beim Licht ist er. Und das ist einfach nur ein Schlagring. Ich glaube, den kann man einfach nehmen. Ich gucke aber ganz kurz nach. Das ist ein relativ altes Item. Wenn nicht sogar eines der ältesten. Das habe ich schon so, also das ist, ne? Das ist vor allem ein sehr großes Symbol in der Liste. Das müsste ich sofort finden. Genau, da ist es. Tough Love, Tooth Shot. Random Chance to Fire a Tooth Shot. Ja, ab dafür. Ab dafür. Einfach rein. Einfach rein. Passt. Sehr schön. Na, dann kommen jetzt manchmal kommen dann so Zähne raus, die machen mehr Schaden. Also alles optimal. Und ab nach oben. So, jetzt darf ich nicht mehr experimentieren mit dem Crack Key. Und wir gehen einfach weiter. Da ist direkt der Itemraum. Sehr schön. Damit haben wir den gleich geklärt. Prima. So. Ich will eigentlich jetzt nur noch... Ich bin ganz ehrlich, von dem Punkt aus sehe ich jetzt nicht, warum wir nicht gegen Dogma und Beast ankommen sollten.
Bruder. Ich denke mal, unser Tiersab ist hoch genug, dass ich mir das leisten kann, oder? 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 Schon. Schon. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist unser Tiersab hoch genug dafür. Und wir machen jetzt ja nochmal mehr Damage mit jedem Schuss. Also das, ja. Ja, bitte. Aua. Sheesh. Ey, hab ich schon ewig kein Polyphemus mehr in der Hand gehabt, ne? So, wo geht's denn jetzt? Wo ist denn mein Lichtstrahl? Da ist er nicht. Schade. Schade auch, dass wir Moon gar nicht so effizient jetzt nutzen konnten, weil wir es recht spät bekommen haben und jetzt halt die Geheimräume auch überhaupt nicht mehr auftauchen, ne? Ah, da hat sich mal wieder das Herz gezeigt. Ah, perfekt. Weiter nach oben. So, wir sind schon im Basement. Ja, und da ist direkt der Itemraum. Perfekt. Was will ich denn mehr, Mensch? Das ist doch ein Service hier. So, komm, da sprengen wir hier gleich mal vor Freude die Kiste auf. Und bekommen noch, jawohl, mehr Münzen. Ja, ab dafür ein Damage-Up noch hinterher. Natürlich. Gar kein Problem. Perfekt. So gefällt mir das. Wie gesagt, die Ebene kann mir nicht mal mehr was anhaben. Die Ebene kann mir nichts mehr anhaben, weil ja jeder Schaden, den ich nehme, ist ja nur ein halber Schaden. Also, Wafer ist viel zu mächtig. Wafer ist einfach a Charmed Frowning irgendwas appears. Cool, 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 cool. Das ist von meinem Item, dass das so... warum erkläre ich euch Items? Ihr wisst selber, wie das funktioniert. Ich glaube, mir guckt kaum jemand zu, der sich nicht mit Isaac auskennt, der sich schlechter mit Isaac auskennt als ich, also... Aber so kann ich so tun. Was heißt so tun? So kann ich euch zeigen, dass ich verstehe, was passiert. Ach ja. Boah, ich bin... Ey. Die ersten zwei Räume war ich echt so, oh, ich habe keine Lust weiter aufzunehmen. Wir lassen's, das wird eh nichts. Und dann kam aber zum Glück, kamen die vielen blauen Herzen, die mich wieder motiviert haben. Also wäre das nicht passiert, hätte ich, glaube ich, einfach die Aufnahme abgebrochen und hätte gesagt, nee, nee, wird heute nichts. Wird heute einfach nichts. Und jetzt sind wir hier. Das ist voll okay. Ja, perfekt. Das ist voll okay. Wir sind einfach hier. Sehr schön. Ab nach oben. Letzte Ebene. Letzter Itemraum. Zum Suchen und Finden und Spaß haben. Schön wäre natürlich, die Herzen noch voll zu bekommen. Aber ich sage jetzt mal, muss auch nicht sein. Also ich würde jetzt nicht noch extra Räume ablaufen, um irgendwas voll zu machen. Ich hoffe aber natürlich, dass wir nicht noch mehr Schaden nehmen. Übertreiben muss man es natürlich auch nicht, ne? Selbst wenn ich Wafer habe, wenn ich mit einem Herz bei Dogma ankomme, ist es auch kacke. Ich meine, Dogma ist immer noch gefährlich. Versteht mich nicht falsch. Dogma ist für mich immer noch gefährlich und ich habe vor Dogma noch riesigen Respekt. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. So. Wir werden wirklich sehen, was dabei rauskommt. Aber, oh ja, moin. Okay, dich nehme ich natürlich noch mit, vor allem, weil ich Geld habe. Okay, wie komme ich jetzt an dich ran, ohne dich kaputt zu sprengen? Gefährliche Bombe. Passt. Och, no, nee. Jetzt, also, nee. Also alles, was recht ist. Nein, wir haben noch nicht den Itemraum. Oh mein Gott. Also wenn ich jetzt nochmal blaue Herzen oder so verlieren sollte, dann gehe ich an die Maschine und spiele ein bisschen. Ne, so ist nicht.
Aber im Moment habe ich halt alles, was ich haben will. Warum soll ich jetzt andere... Nein! Warum soll ich jetzt an der Maschine spielen? Na, das ist das Ding. Aber den Itemraum suchen wir schon noch. Ich sag mal, hätte ich jetzt nicht Wafer dabei, würde ich, glaube ich, nicht noch losziehen für den Itemraum. Weil das Risiko dann doch zu groß ist, irgendwo reinzulaufen, was kacke ist. Aber in dem Fall alles bestens. Dann nehme ich lieber sie mit. Weil wir haben eh schon 4 Shot. So, den 4-Effekt haben wir eh schon drin. Passt also. Gut, wir haben einen neuen Tainted Character. Sehr schön. Es fehlen nicht mehr viele. Aber leider fehlen noch die schwierigsten. Was etwas kritisch ist, aber was soll's. So, und ihr habt mir auch geschrieben, ich kann schon vor dem Bett den Raum hier aufmachen. Optimal. Lazarus ist unlocked. The Enigma. Nochmal Range up. Und damit Abflug. Jetzt nützt mir der Penny natürlich auch nichts mehr, den ich dabei habe. Ich weiß. Was soll's. So. Die Frage ist jetzt, wann setze ich mein Viech ein? Gegen den Fernseher oder gegen Dogma dann? Ich weiß halt nicht, das Ding ist halt... Aua. Das Ding ist halt... Ich glaube, gegen Dogma, wenn Dogma mal stillhalten würde... So, ach, wenn Dogma mal stillhält, dann kann man es besser einsetzen. Ach, jetzt ich... So, grundsätzlich habe ich den Brimstone schon verstanden. Ich renne trotzdem noch ein paar Mal rein. Leider. Tut mir leid, dass das passiert. So, und jetzt, denke ich, kann ich sie mal setzen. Und kann mal gucken, dass sie da... Ich denke, jetzt kann sie ein bisschen mehr Arbeit machen. Vielleicht kann ja der Kreis in sie reinrennen. Was auf jeden Fall wichtig ist bei dem Kreis... Aua, ist weit weg von ihm zu gehen, wollte ich gerade sagen. Das hat gut funktioniert. Weil dann kann man auch besser ausweichen. Schön weit weg, dann kommen die Federn auch ziemlich schwach an. Dann kann man gut ausweichen, den Federn. Trotzdem, überlegt euch mal, wie viel Schaden ich schon wieder genommen hätte. Ja, wenn ich einfach kein Wafer hätte. Überlegt euch das mal, wie viel Schaden das gerade schon wieder wäre. Ihr müsst alles doppelt abziehen. Ihr müsst alles doppelt abziehen. Und wir waren voll. Wir waren full. Okay, das kannst du gerne tun. Da habe ich gar kein Problem mit. Das ist sehr, sehr angenehm. Ah ja, so nicht. Das kannst du auch gerne machen. Nein, nicht noch einmal. Mann. Ja, wir wären fast draufgegangen. Wir hätten jetzt noch 2 rote Herzen, so wie wir gekämpft haben. Hätten wir noch 2 rote Herzen. Eieieiei. Ich habe mir viel zu viel abziehen lassen. Aber wie gesagt, durch Wafer schafft man es halt. Das ist das Ding. So, jetzt bin ich gespannt, ob meine Theorie funktioniert. Ob meine Theorie funktioniert, dass, weißt du schon, dass die Fliegen, die kommen, mir Damage-Ups verpassen. Ah, ich sehe aber die Stats am Rand gar nicht mehr, oder was? Fällt mir jetzt erst auf. Die Stats sehe ich nicht mehr. Und das Lustige ist ja, wenn man auf Normal spielt, bekommt man sowieso einen Wafer-Effekt bei dem Boss hier. Das heißt, hat man sowieso nur halbe Herzen, die abgezogen werden. Was eigentlich, ja. Ja, ist halt so. Aber jetzt sehe ich leider nicht, ob das den Damage verändert. Schade. Weiß ich gar nicht, ob meine Theorie dann hinhaut. Aber ich könnte mir schon vorstellen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Ich weiß es nicht. Ja, der geht schon recht schnell down. Auch hier wieder Fliegen. Schön alle Fliegen kaputt machen. Ich hoffe, jede einzelne Fliege zählt als Damage ab. Wäre schon cool. Weil das war mein Plan. Das war mein Plan. Das war so ein bisschen... Wirklich die Haupt...
Argumentation für mich für Bloody Lust. Dass dieses Damage-Up einfach für alles, für jeden einzelnen Fliegen-Ding zählt. Aber ich weiß es nicht, ich sehe es jetzt halt nicht. Aber was mache ich denn? So, da ist er down. Nochmal treffen lassen, jawohl, stabil. Moin. Ah. F. Tschüss. Was soll er in der Phase eigentlich noch groß können? Ah, okay, das Feuer konnte er. Da war was. Hab das Feuer vergessen. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass ich mehr Damage bekomme. Also ich glaube, die Theorie hat sich nicht bewahrheitet. Scheiß drauf. Dann dauert es halt ein bisschen länger. Wäre schön, wenn wir nicht in die Dunkelheitsphase kommen, weil ich da meistens nochmal Schaden einstecke. Okay, so viel dazu. Okay, vielleicht auch nicht. Ah, oder auch doch. Hast du es jetzt? Alles cool? Alles cool. Gut, Buddy. Komm mal her. Na du? Was sagst du eigentlich zu ihr? Hast du auf sie Bock? Ja, du hast richtig Bock auf sie. Sehr schön. Oh, die Bomben landen nicht bei ihm. Schade. Ah, verflucht. Was ist das denn? Das habe ich noch nie gesehen. Was ist das denn für eine Phase? Huch. Die war neu. Ah, Mist. Ach, Mist, ey. Da muss ich ein bisschen besser aufpassen, was er da tut. Oh, weia. Okay. Jetzt kommt das wieder. Okay, alles klar. Ich habe das Gefühl, dass ich damage-technisch dann nicht so gut drauf bin, wenn ich so viele Phasen von ihm sehe. Bin nicht sicher, ob mir das gefallen will. Ah, jetzt. Jetzt nur noch in eine Richtung. Sind wir jetzt hier angekommen? Ja, okay, wir sind hier angekommen.
Na gut, vielleicht war Polyphemus dann nicht die beste Idee. Ich hätte gedacht, dass sich das besser auswirkt. Aber ist okay. Wir haben ihn auf jeden Fall. Jetzt passiert nichts mehr. Alles klar, ciao. Astral Projection. Ah ja. Alles klar. Sieht interessant aus. Uff. So, danke fürs Zuschauen. Und tschüss.